Assur Vilagic, 22 Jahre alt, und sein Kollege in der Viererkette Fabian Trettenbach, 21 Jahre alt. Die beiden stehen stellvertretend für den neuen Jugendstil beim Jahn, ein Altersschnitt von knapp 23 Jahren. Die jungen Hüpfer haben Regensburg wieder in die Spur gebracht. Das Spiel eine halbe Stunde lang komplett ereignislos, da beschwert sich der Kieler Stürmer Marc Haider. Der Trettenbach hat mich geschubst, und tatsächlich, der Ellbogen ist draußen, elfmeterwürdig ist das aber nicht. Regensburg kontrolliert das Spiel ohne zu glänzen. Das muss sich ändern, denkt sich Jim-Patrick Müller. Präzise Flanke auf Ausmann. Der erste wirkliche Aufreger. Ayas Ausmann, heute für Markus Marzoch in die Elf gekommen, macht das wunderbar, bekommt aber leider keinen Druck auf den Ball. Diese Aktion weckt die 22 auf den Platz. Plötzlich ist die November-Depression vorbei und es wird Fußball gespielt. Regensburg noch mit Problemen beim Spielaufbau. Der Ballverlust. Marc Haider auf Marcel Schied. Schied scheitert an Bernhard Hindl. Der junge Österreicher ist die neue Nummer 1 der Regensburger. Er hat Patrick Wiegers verdrängt. Sicher gegen den Ex-Hachinger Marcel Schied. Der folgende Eckball. Regensburg wird den Ball nicht so recht los. Manuel Hartmann. Flanke, Raphael Cazio, Danneberg verlängert und regt sich auf. Ein Handspiel hat er gesehen und das stimmt. Romas Dressler will hinten helfen und trifft den Ball mit der Hand. Eine unnatürliche Bewegung, ein klarer Elfmeter. Viel Glück für Regensburg. Jetzt wieder der Jan mit Benedikt Schmid. Der Ball ist kurz weg, aber er holt ihn sich zurück mit Hilfe von Jonathan Kotzke. Nochmal Schmid. Schmid! Maximilian Riedmüller muss da schon sein Können aufblitzen lassen. Gute Aktion von Benedikt Schmid. Guter Abschluss, aber auch eine gute Rettungstat der ehemaligen Nachwuchshoffnung des FC Bayern München im Tor der Kieler. Der Jan jetzt klar besser. Freistoß Oliver Hain. Dressler! Wieder Max Riedmüller zur Stelle. Und Romas Dressler ärgert sich zurecht. Wer so nahe vor dem Tor zum Kopfball kommt, sollte das Ding auch reinmachen, trifft den Ball da mehr mit der Schulter als mit dem Kopf. Ein umkämpftes Spiel. Jim-Patrick Müller, das sieht nach American Football aus. 0:0 zur Pause. Die Regensburger Erstsemester, die heute umsonst ins Stadion durften, sind sich noch nicht sicher, ob es sich auch in Zukunft lohnt zu kommen. Der Jan versucht, sie positiv zu beeindrucken. Das Spiel nimmt gleich Tempo auf. Jim-Patrick Müller, der Motor der Offensive. Romas Dressler. Ja, ganz ordentlich. Aber wenn man sich als Stürmer so weit nach außen drängen lässt, ist es schwierig, den Ball noch gefährlich aufs Tor zu bringen. Was folgt, ist klassische Drittligakunst. Engagierter, kampfbetonter Fußball. Nichts für Ästheten, aber trotzdem spannend. Kiel traut sich jetzt mehr zu. Cazio abgeblockt, der Konter mit Ausmann. Schon wieder ist der Ball weg. Prompt wird's gefährlich für den Jan. Sebastian Nachreiner passt auf, stört den einschussbereiten Marc Haider. Schwer zu sagen, in welche Richtung dieses Spiel dreht. Viele Aktionen, wenige zwingend. Dann mal eine gute Ballstaffette der Regensburger. Romas Dressler. Auf Ausmann! In der Offensive auf jeden Fall der auffälligste Regensburger, aber das Tor trifft auch er nicht so, wie er gerne möchte. Holstein Kiel vertraut auf seine Standards, die sind nämlich gefährlich. Der Kapitän Raphael Cazio, Johansen verlängert, Marcel Schied, der alte Mann und der Seitfallzieher. 178 Zweitligaspiele hat der 30-Jährige bestritten, aber diese Saison erst ein Tor geschossen. Kiels Trainer Carsten Neitzel kennt diese Spiele. Nach vorne geht wenig, nach 9 Spielen ohne Dreier weiß sein Team fast nicht mehr, wie sich ein Sieg anfühlt. Regensburg dagegen braucht eine Energiespritze und die wartet sehnsüchtig auf der Bank. Abdenur Amacaybo darf jetzt endlich für Benedikt Schmid ins Spiel und das bemerkt gleich jeder im Stadion. Am Knie war er verletzt, der Top-Torschütze der Regensburger. Seit gestern ist er wieder einsatzbereit und macht mächtig Dampf. Amacaybo! Ja, sie brauchen ihn beim Jan. Er macht den Unterschied, wenn nichts nach vorne geht.
lässt Hauke Wahl da einfach stehen und da fehlen nur ein paar Zentimeter. Weiter 0:0. Noch 20 Minuten. Wieder Amar Scheibo auf Oliver Hain. Zu harmlos dieser Abschluss. Thomas Stratos und sein Assistent Harry Kreiter ein bisschen ratlos, was als nächstes zu tun ist. Die Mannschaft weiß es auch nicht so recht und verliert prompt den Ball an den eingewechselten George Sebastian Kelbel. Erst eine dritte Einwechslung. Kelbel und Schied. Der erste Schuss auf das Tor von Bernhard Hindl in der zweiten Halbzeit. Kiel harmlos. Aber weil Regensburg ein bisschen nachlässt, wird Kiel frecher und fängt sich prompt einen Konter. Ausmann, Amar Scheibo, viele Optionen hat er jetzt. Er wählt Romas Dressler. Es will einfach nicht klappen beim Stürmer. 8 Spiele, 0 Tore, erschütternd für ihn. Riedmüller noch am Ball dran, der Schuss wäre vorbeigegangen. Die direkte Ecke danach, zu nah ins Tor gezogen. Aber was macht Riedmüller? Dressler, jetzt ist er doch drin. 1:0 für Jan Regensburg. Kurz vor Toreschluss. Und die Erleichterung bei Romas Dressler ist grenzenlos. Viel musste er nicht mehr machen. So sicher war Riedmüller das ganze Spiel. Und jetzt ist er die tragische Figur. Dem Jan kann es egal sein. Der zweite Heimsieg in Folge ist in greifbarer Nähe. Noch sind ein paar Minuten zu spielen. Kiel versucht es mit der Brechstange. Und das nicht schlecht. Kasper Johansen, Hindl und nochmal Hindl. Eine Riesentat des Jan Torhüters. Marcel Gebers kann abstauben, aber irgendwie bringt Hindl noch den Haxen dazwischen und rettet die knappe Führung. Die letzten Sekunden. Noch einmal. Einwurf, Hartmann. Und dann ist Schluss im Jahnstadion. Der Jubel riesengroß, all die Anspannung verwandelt sich in pure Freude. Wieder schafft es der Jan mit viel Moral, die letzten Minuten zur Entscheidung zu nutzen. Das sind einfach enge Spiele und da entscheidet vielleicht auch einfach das, der letzte Moment oder das letzte Quäntchen. Und momentan haben wir es auf unserer Seite und wir hoffen, dass es so weitergeht. Jetzt kann der Jan die Länderspielpause genießen. Abstiegsängste haben erstmal andere in der dritten Liga.